Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld, meine lieben Freunde. An meiner Seite sind natürlich wieder die liebe Konzi, Dog, Oppi, Dan, Kuh, Kess und Sam. Hey! Ja, ich nehme gerade im Balk auf, nur nochmal zur allgemeinen Information, weshalb ich nicht auf eure lieben, wahrscheinlich, hoffentlich, ich weiß es ja nicht, Kommentare antworten kann, nur falls das zur Sprache kommt. Ich habe so RimWorld-Entzug gehabt während der Sommerpause, deswegen nehme ich jetzt hier gerade im Balk auf und kann da jetzt nicht reagieren. Naja, aber ihr werdet wahrscheinlich sagen, hey Brilli, bravissimo, wie du dieses Raumschiff wieder vermöbelt hast, ja. Das denke ich mir. Davon gehe ich einfach mal aus. So, ja, der Winter ist vorbei, demnächst, morgen, um genau zu sein. Das bedeutet, die Felder werden wieder bestellt, es wird wieder ein bisschen mehr Feldarbeit geschehen und unser Lager wird sich wieder füllen, wobei das Lager eigentlich noch eigentlich viel zu voll ist. Naja, wir werden sehen. Wir brauchen auf jeden Fall mal neues Heu, das steht schon mal fest. Und weiterhin steht an, ich guck mal gerade, wir müssen auch wieder echt mal ein bisschen Essen vorproduzieren. Wir sind ja momentan relativ viel hier am Bierbrauen. Das finde ich aber auch gut. Ja, das finde ich aber auch gut. Fortschritt 41%, 3,8. Also je heller das ist, desto höher ist der Fortschritt. Weil ich das mit den Balken jetzt hier noch nicht so ganz verstanden habe. Naja. Also Cass ist auf jeden Fall dran. Kuro, ich habe ja, glaube ich, die... Nee, habe ich das nicht... Nee, üppige Mahlzeit kochen ist noch an. Okay. Hier Würze mischen, für immer. Ja, wir müssen den Hopfen... Ich will den Hopfen hier einmal loswerden. Wir haben einmal Hopfen angebaut in unserem Dasein. Und schon ist hier komplett Chaos. Aber okay. Wie machen wir das? Es ist halt dieser Laufweg hier, ist ein bisschen nervig. Aber ich krieg den auch nicht weg. Der Hopfen muss gekühlt werden, soweit ich weiß. Ja. Ja, und die Fässer hier hin machen, bringt jetzt auch nicht wirklich was. Von daher ist jetzt dieser Laufweg da. Kann ich jetzt nicht ändern. Aber wir können jetzt auch nicht aufhören, hier üppige Mahlzeiten zu kochen, glaube ich. Ein bisschen muss da nun mal auch passieren. Was ich hier machen wollte, ist eine Wand aus Granit. Und zwar kommt hier, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdammt, wir haben keine Mitte. Egal, dann bitte eine Doppelmauer. So, jetzt müssten auf beiden Seiten 1, 5 sein, oder? 6. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Kommt hier eine Mauer hin. Das hier wird dann auch noch eine Mauer. Dann haben wir hier eine kleine Stütze für die Decke. Damit das hier nicht einbricht. Das ist, glaube ich, dann sinnvoll. Ansonsten, die Speisekammer, wie ihr seht, ist natürlich sehr gut gefüllt. Hier liegt Schokolade rum, warum auch immer. Weiß gar nicht, woher ich die Schokolade habe, tatsächlich. Aber warum auch nicht? Können die gerne essen. Ist mir egal. Nächste Nacht bricht langsam herein. Sam ist natürlich weiterhin am Kochen. Sie ist ja eine Nachteule und somit wird sie wahrscheinlich da die Nacht mit arbeiten verbringen. Warum auch nicht? Morgen, genau, morgen wollte ich mal das Teil hier jagen. Den Alpha Trumbo. Weil er hat ja wieder so ein Horn. Ja. Und das Horn, das will ich schon ganz gerne haben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und deswegen werden wir das jagen. Ja. Stimmt, wir haben hier auch noch die Vitalmonitore, die jetzt fertig sind, die wir in der letzten Folge gebaut haben. Leistung 80 Watt, Strom, das ist alles gut. Behandlungsqualität plus 7, Immunisierungsgeschwindigkeit plus 2% und Operationserfolgsfaktor plus 5%. Das ist gut. Weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll war, da zwei Stück hinzubauen. Aber okay, ist jetzt auch egal. Das Krankenzimmer können wir auch bei Bedarf erweitern und dann hier vier Betten hinbauen, die dann irgendwie parallel irgendwie da liegen. Müssen wir mal schauen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ist auf jeden Fall Qualität meisterlich. Eindruck, ein fast eindrucksvoller Raum. Ja, die kriegen irgendwann auch noch einen Fernseher oder so da rein, ganz klar. Ja, ein bisschen Unterhaltung.
Und dann kriegen wir das, hin. So, ja, Nacht. Entschuldigung, ich war gerade kurz abgelenkt. Da 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 da. Sam brutzelt hier ein bisschen. So, was ist das eigentlich? Wieso haben wir denn noch 310? Da war doch letztes Mal noch total viel da. Keine Ahnung, müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was produzieren. Es muss auch mal wieder geputzt werden, so wie ich das sehe. Da, Konsti macht den zweiten Vitalmonitor ready. Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, dass Doc da ja momentan nicht so viel zu erforschen ist, mal... Warum macht sie das eigentlich nicht? Die müsste doch eigentlich reinigen. Was macht Doc? Ah, die transportiert eher mehr momentan. Dann wird Doc jetzt... ja doch, wird jetzt eher reinigen. Die soll mal sauber machen. Das bisschen hier transportieren, das können wir später machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Würde ich sagen, wird denn überhaupt hier weiterhin Metallschrott eingeschmolzen? Sieht so aus. Und Dan macht sich auch weiterhin daran, die Steine hier zu verarbeiten. Momentan kommen keine mehr dazu. Die Speisekammer ist soweit fertig. Das ist gut. Infektionsfaktor von diesem Raum. 32%. Was bedeutet das? Man weiß es nicht. Ist das gut? Ist das schlecht? Keine Ahnung. Wie kriege ich das besser? Muss die Blume raus? Muss die Heizung raus? Man weiß es nicht genau. Also 32%, gehen wir davon aus, dass 0 am besten ist. Also sind wir da noch im unteren Drittel. Also würde ich jetzt mal sagen, ist okay. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich sage, es ist okay. Hoffen wir, dass es auch so ist. Sam, sag mal, was ist los mit dir? Wann gehst du ins Bett? Muss jetzt auch bald soweit sein. Jetzt geht sie ins Bett, alles klar. Ich würde sagen, vielleicht hatte die eine zugewiesene Aufgabe, dann macht die das ja durch. Da konntest du ja jetzt eine Kackaufgabe vor sich. Warte mal hier. Die muss jetzt den ganzen Scheiß hier glätten in der Kühlkammer. Was arschlochkalt ist, wenn sie da am Rumglätten ist. Aber gut, da muss sie jetzt durch. Aber weiterhin muss sie auch noch die Fallen hier bauen. Ja, da müssen wir halt auch nochmal gucken mit dem Stahl und dem Stein, wie wir das am besten handhaben. Stahlfallen brauchen halt deutlich weniger Zeit, es wieder aufzustellen. Dafür ist Stahl natürlich ein bisschen wertvoller als diese Steine. Schwierig, schwierig. Ach so, ich wollte... Na, Sam ist jetzt am Pennen. Egal, wir brauchen Sam dafür auch. Wir holen jetzt den Trumbo, ehe der abhaut. So, alle mal herkommen. Wo ist er denn überhaupt? Ist er schon abgehauen? Och nö. Okay, hat's erledigt. Hat's erledigt, Leute. Er ist schon weg. So eine Scheiße. Das blöde Raumschiff hat uns da jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der ist überhaupt nicht mehr da. Hier ist nur noch ein Riesenfaultier. Der hat aber nichts Sonderbares an seinem Maul. Ach, schade. Was ist das denn hier? Eine Blume. Ich dachte gerade irgendwie Feenstaub. Ah, schade. Schade, schade. Naja, kann man nicht ändern. Wir haben hier einen Fuchs. Wo ist der? Hier unten, okay. Der könnte angreifen, wenn er denn wollte. Oh. Da, 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 da.
Sorry Leute, ich muss mal kurz hier was Wichtiges lesen, was ich gerade bekommen habe. Sorry, ich bin gerade abgelenkt. Aber ich muss es einmal durchlesen, dann geht's auch wieder. So. Okay, sorry. Bin wieder da. Und jetzt mit der vollen Konzentration. Ich war halt ein bisschen schockiert, ob der Dummheit vieler Menschen. Sagen wir mal so. So, was ist hier eigentlich? Ist dieses Feld... Was ist hier? Warum ist hier kein Feld? Na, ist auch egal. Das reicht dicke, was wir hier haben. Ja, die arme Konsti, die hat hier richtig, richtig viel um die Ohren gerade. Was, wie viel Stahl haben wir? Sonneneruption. Das ist mir jetzt gerade mal egal. Wo ist Stahl? Da. Ah, das ist tatsächlich nicht so viel. Das brauchen wir für andere Sachen. Wer ist denn jetzt nackt? Konsti ist nackt. Warum? Oh, wir müssen mal wieder ein paar Sachen machen. Konsti ist nackt. Was fehlt ihr? Eine Hose. Eieiei. Okay, dann wird jetzt mal ein bisschen was genäht. Vier Hosen, vier Shirts, vier Jacken und zwei Cowboyhüte. Und dann bitte ich mal Dan, glaube ich. Wer war da der Schneider? Schneidern. Dan auch. Dann bitte ich Dan, das zu tun. Denn das ist jetzt... Ah, die hat keinen Strom. Vermaledeit. Was liegt denn hier? Hier liegt fucking Kraftstoff rum. Muss natürlich wieder bei diesem Brotfuchs liegen. Egal, das kann Doc mal gerade holen. Ja, blöd mit der Sonneneruption. Kann er da trotzdem schneidern? Dauert es dann nur länger? Er schneidert auf jeden Fall. Ist natürlich blöd ohne Strom. Aber es scheint noch einigermaßen voranzugehen. Gott, wie lange sind denn diese blöden Sonnenreaktionen? Vor allen Dingen Kühlkammer ist blöd. So, Doc holt mal gerade das Benzin. Kann die bitte mehr als 30 nehmen? Speichern. 37. 1 bleibt da. Na gut, das ist mir dann auch wurscht. 75 hat sie. Das ist nicht schlecht. Kraftstoff, oder? Ist Kraftstoff gut? Bestimmt. Bestimmt. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So. Ich glaube, Oppi hat so ein... Hat schon wieder, na, wobei das Kartoffelfeld hier fehlt noch ein bisschen. Und hier fehlt auch noch ein bisschen, aber ansonsten sieht das hier ganz gut aus. Die nächste Nacht riecht langsam herein. Könnten bitte jetzt mal... Aha, Konsti ist nicht mehr nackt, das ist schon mal gut. Könnte jetzt bitte... Lass die Hosen? Nee. Ich glaube, er schneidert gerade... Machen wir noch ein paar mehr Hosen. Dan kann das ja eigentlich ganz gut. Schlecht gut. Aber da, das sind so abgelaufene Sachen irgendwie. Keine Ahnung. Übrigens sind hier jetzt die Lancer. Was muss ich mit denen machen? Sehe ich auch gerade. Drei Lancer, die hier rumliegen. Die verrotten zumindest, aber wenn ich es nicht. Kann ich die... Die muss ich doch... Mechanikwerkbank.
Zerlege Mechanoiden. Dreimal. Können wir mal machen. Aber ey, Leute, jetzt ist mal gut mit der Eruption hier. Meine Sachen vergammeln. Sie kann auch momentan nur Bierwürze machen, Sam. Weil der Herd ja nicht... Aha! Weil der Herd ja natürlich nicht funktioniert hat. Jetzt geht's wieder ans richtige Kochen. So. Gut. Jetzt läuft es wieder. Es wird wieder kalt. Sehr gut. Wichtig. Nächste Nacht ist hereingebrochen. 4 Uhr. Sam natürlich wach. Oh, der Dan. Der Dan. Der kippt uns gleich um. Hier ruhig mal pennen. Ist die gute Mahlzeit. Bist du so wach? Ich hatte dir ja gesagt, du sollst schneidern. Aber du kannst jetzt auch ruhig mal pennen gehen. Der pennt. Wir sind aus dem Rhythmus, der gute Dan. Und weiterhin wurde Bier hergestellt. Ja, ich weiß, es steht immer noch an, den Tiefenscanner zu bauen. Werden wir auch. ASAP. Was macht Hoppy eigentlich? Macht der noch was an den Feldern? Irgendwie sehe ich ihn gerade nicht. Ah doch, hier drinne. Okay. Aber was ist das Gefühl, dass das unser ganzjähriges Gewächshaus, dass das fast reicht für meine Kolonie. Aber gut. Wie viele Hopfen haben wir jetzt noch? 2500 Hopfen, meine Lieben. Tja, das ist auf jeden Fall noch etwas. Wo kommt das Bauteil her? Ach, hier hat jemand ein Bauteil hergestellt, ne? Am Arbeitstisch. Vielleicht sollte ich da auch mal das lassen, weil Bauteile haben wir. 48 reicht ja erstmal. Wo sind denn die... die Hightech-Bauteile, Bauteile, Neutramin. Zerlege Mechanoiden. Was? Was gab es denn daraus? Da! Aber jetzt nichts Krasses, oder wie? Wieso liegen hier die... Hier können wir mal die Hightech-Bauteile verbieten. Wo sind die denn eigentlich? Gegenstände. Unfertig. Körperteile. Artefakte. What? Wo sind denn... Da, Hightech-Bauteile. Verboten. Neutramin. Verboten. Kraftstoff wegen mir. Wo sind denn hier dann die normalen Bauteile? Hightech-Bauteil. Wo sind die normalen Bauteile? Da! Okay, sind hier auch verboten. Okay. Dann ist ja gut. So, Dan ist weiterhin am Schneidern. Was haben wir hier? Die viele haben jetzt ihre Hosen halt einfach ausgetauscht. Hier liegen noch, liegt noch eine sehr gute Hose rum. Also eine gute Hose, aber mit 100% zumindest. Syngarn hier auch verbraucht worden. Könnte man das eigentlich... Der soll kein Syngarn und auch kein Nanofaserzeug benutzen. Kann das verbieten? Kein Syngarn. Kein Nanofaser. Boah. Und auch hier. Kein Syngarn, kein Nanofaser. Und hier auch. Kein Syngarn, kein Nanofaser. Das ist mir zu wertvoll jetzt erstmal. Als dass wir da diese Sache verbrauchen. Meine lieben Freunde. Thank you.
Schneckenleder ist jetzt eh erstmal egal. Komm mal weg. So. Das sieht besser aus. Kann sein, dass die ja länger halten, ja, aber da weiß ich nicht, wie wertvoll das ist und ob man damit Kleidung machen sollte. Nicht, dass da irgendwann mal das kommt, hier, bau mal das und das, das brauchen wir. Irgendwie so eine Abdeckung fürs Raumschiff und dann habe ich nichts mehr. Das geht nicht, liebe Freunde. Was auch nicht geht, ist überziehen. Ja, und das tun wir hier gerade. Ich sage jetzt mal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld. Ich habe Bock, ich nehme auch jetzt weiter auf. Ja, ich sag tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Brilli, der bin ich. Heute bin ich aber auch echt nicht zu gebrauchen. Aber ich nehme jetzt trotzdem weiter auf. Die nächste Folge wird besser. I swear. Ciao, Leute.